54 Millionen Deutsche leiden regelmäßig an Kopfschmerzen. Für Sie hat die Schmerzklinik Kiel gemeinsam mit Experten des bundesweiten Kopfschmerzbehandlungsnetzes und der Techniker die Migräne-App entwickelt. Ich leide seit meiner Pubertät an Migräne. Bisher habe ich dann immer Schmerzmittel genommen. Aber jetzt hat mir mein Arzt gesagt, dass ich dadurch die Kopfschmerzen sogar noch verstärken kann. Also habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht und bin auf die Migräne-App der Schmerzklinik Kiel gestoßen, die gemeinsam mit der TK entwickelt worden ist. Und das Beste ist, jetzt gibt es die App sogar für meine Apple Watch. Damit kann ich meine Kopfschmerzen noch besser dokumentieren, weil ich die App immer bei mir trage, sogar wenn ich aktiv bin. Der Schmerzpatient braucht exakte Informationen. Wie verläuft der Schmerz? Wie ändert er sich durch die Behandlung? Wie kann er Verlauf und Erfolg kontrollieren? Und so haben wir eine direkte, eigenständige Kompetenz bei den Betroffenen. Sie werden Kopfschmerzversteher und Bewältiger und damit kann eine völlig neue Zukunft in der Kopfschmerzbehandlung jetzt sich eröffnen. Früher wäre ich nicht joggen gegangen, wenn Kopfschmerzen im Anmarsch waren. Durch die Migräne-App habe ich aber gelernt, dass Sport meiner Migräne sogar entgegenwirken kann. Heute lasse ich mich von meiner Krankheit nicht mehr stoppen und gehe trotzdem joggen. Und jetzt, wo die App sogar auf meine Apple Watch funktioniert, kann ich meine Krankheit viel besser kontrollieren. Außerdem brauche ich nicht mehr mein Handy mit mir rumtragen, was mich beim Laufen behindert, sondern kann die App ganz bequem von meinem Handgelenk aus nutzen. Die Migräne-App vereint viele Funktionen, wie zum Beispiel Symptomerfassung und deren grafische Auswertung. Betroffene können aktiv selbst etwas verändern und ihre eigene Behandlung positiv beeinflussen. Für den Therapieerfolg ist es sehr wichtig, dass ich immer im Blick habe, wie laufen die Anfälle ab, was löst sie aus, was macht sie besser, wie kann ich Chronifizierung vermeiden. Mit der Apple Watch geht das jetzt noch viel besser, denn ich habe einen direkten Einblick in den Ablauf, ich kann die Daten direkt einspeisen und bekomme eine unmittelbare Rückmeldung, kann sogar spüren, wann die Attacken jetzt wieder besser werden. Der Therapieplan kann somit personalisiert, individuell viel besser umgesetzt werden und ein nachhaltiger Therapieerfolg ist eben dann das Resultat dieser neuen digitalen Möglichkeiten. Mich hat die App bereits überzeugt. Und jetzt mit der Smartwatch ist das Ganze noch eine Nummer einfacher und schneller. Die Migräne-App. Eine digitale Innovation.